Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unserer Webinarreihe Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Mein Name ist Falco Block. Ich bin Derivatestratege bei der DZ Bank in Frankfurt und ich möchte euch als Moderator durch das heutige Webinar begleiten. Wie immer an dieser Stelle ganz zu Anfang erstmal die Frage, ob die Technik funktioniert. Das heißt, bin ich gut zu hören? Bin ich und mein Kollege gut zu sehen? Vielleicht mag der eine oder andere von euch mir das nochmal gut im Check schreiben, das sieht gut aus, dann können wir nämlich entsprechend gleich loslegen. Ja, vor einiger Zeit haben wir mal eine Kurzumfrage bei euch durchgeführt und wollten von euch wissen, interessiert ihr euch eigentlich auch für das Thema Kryptowährung? Sollen wir dafür mal ein Webinar machen? Und ja, die Antwort war überwältigend gut. Über 80% haben gesagt, das ist ein Thema, das würden wir uns gerne mal anhören. Und so ist es heute. Heute mal ein Special-Webinar zum Thema Kryptowährung. Special Webinar, Special Guest und deswegen begrüße ich ganz herzlich meinen Kollegen Sören Hettler. Ja, er ist Leiter Anlagestrategie und Privatkundenbereich bei der DZ Bank im Research. Hallo Sören, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Nein, nicht Podcast, sondern Webinar. Entschuldigung, Podcast hatten wir letztens. Herzlich willkommen im Webinar. Und wir haben auch bald wieder einen Podcast zusammen. Hallo Falco, vielen Dank für die Einladung. So ist es, genau. Podcast-Werbung habe ich ja schon mal ein paar Mal gemacht, liebe Zuhörer. Also entsprechend, falls jetzt seht ihr Sören auch mal, jetzt sehen wir uns ja schon von unseren sonoren Stimmen geschwärmt. Nein. Falls ihr uns auch regelmäßig hören wollt, wie gesagt, ich hatte schon ein paar Mal Werbung für den Podcast gemacht. Genau. Kommen wir auch gleich zu unserem heutigen Thema. Die Agenda werfe ich jetzt mal auf, denn Sören, du hast uns eine ganze Menge an Informationen zu dem Thema Kryptowährung mitgebracht, weil wir wollen heute nämlich fragen, Bitcoin, Ether und Co., was ist das? Gehört so etwas eigentlich in mein Depot als Asset Allocation zur Beimischung zum Beispiel? Wie sieht die Agenda aus? Ich möchte euch, liebe Teilnehmer, erstmal mit zwei Kurzumfragen mit reinholen in das heutige Thema, wo wir ein bisschen wissen wollen, wie seid ihr denn technisch bei den Kryptowährungen schon aufgestellt? Dann gibt es von Sören die Hintergründe und Ausblicke zum Thema Kryptowährung, also die wichtigsten hat er mal mitgebracht. Wie sieht denn das da aktuell aus, um alle mal so ein bisschen auf den gleichen Stand zu bringen? Dann möchte ich euch mit zwei Produkten, die wir vor kurzem gelauncht haben, mal zeigen, wie kann man denn beispielsweise in Kryptowährungen relativ einfach investieren. Und dann hat Sören auch vorgeschlagen, er hat mal ein ganz spezielles Thema gebracht, noch gar nicht so auf der Agenda, aber sollte uns demnächst alle ein bisschen, ich will nicht sagen in Unruhe versetzen, aber vielleicht mal ein bisschen auf das Thema bringen, nämlich das Thema digitaler Euro. Ist das die Gegenantwort zu den Krypto-Booms und wird das Bargeld demnächst abgeschafft? Das heißt, anonyme Zahlungen, die wir ansonsten im Bargeld durchführen wollen, werden die entsprechend dann hier komplett digital transparent und brauchen wir vielleicht dann gar keine Banken mehr, weil wir alle ein Konto bei der EZB haben. Das wird uns Sören da alles nachher erzählen. Wie immer, gerne Fragen stellen zwischendurch. Wenn irgendwas ist, schreibt hier in den Chat, dann werden wir die direkt zwischendurch stellen. Und ansonsten, wenn es so globale Themen sind, dann werde ich die zur Fragerunde bis ganz zum Schluss aufheben. Dann, wie immer an dieser Stelle, unsere rechtlichen Hinweise. Bei dem Webinar hier handelt es sich um eine Werbung und sie richtet sich ausschließlich an Interessenten mit dauerhaftem Wohnsitz in Deutschland. Das Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider, die entsprechende Erfahrung in Hebelprodukten und Anlagezertifikaten haben. Alles, was wir hier heute erzählen, dient sich zu Demonstrationszwecken und kann nicht als Empfehlung zu verstehen sein und dient auch nicht einer Anlage- oder anlagegerechten Beratung. Hebelprodukte oder Hochrisikoprodukte, wenn wir sie heute hier nennen, beinhalten ganz erhebliche Risiken, wie zum Beispiel ein möglicher Totalverlust infolge der Verletzung der Knockout-Barriere oder wenn der Emittent seine Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnung oder einer möglichen Insolvenz nicht mehr erfüllen kann. Dann will ich euch jetzt mit dem Thema Kurzumfragen gerne mal alle mit reinholen in das heutige Webinar. Und dann schalte ich jetzt mal die erste Umfrage live. Da müsste sie jetzt kommen. Genau, da ist nämlich die Frage: Habt ihr bereits Kryptowährung in eurem Depot? Wie ist da euer aktueller Stand? Da bitte ich mal um Abstimmung. Das geht ganz fix, wunderbar. Jetzt sind wir schon fast bei 70% Teilnahmequote. Vielen Dank schon mal für euer Engagement. Kurzen Moment will ich noch warten, dass auch jeder die Möglichkeit hat, daran teilzunehmen. So, jetzt stagnieren die Zahlen. Wie gesagt, es geht um eine erste Indikation. Dann würde ich die Umfrage jetzt, ein bisschen tut sich noch was.
Wir sind immer so gut bei 80% Teilnahmequote. Das will ich auch heute noch mal sehen. Also die letzten gerne noch mal. Da kommen noch 2-3%. Wunderbar. So, einmal übertragen. Wie sieht's aus? Sören, da ist noch viel Potenzial für uns, gut für dich. Also der allergrößte Teil hat noch keine Kryptowährung im Depot. Du sollst als Researcher ja nicht überzeugen, sondern informieren. Überzeugen ist dann meine Aufgabe. Aber jetzt wollen wir von denjenigen, sind zwar nicht allzu viele, aber von denjenigen von euch, die jetzt vor ein Jahr geklickt haben, da würde ich aber gerne noch was Zweites wissen. Das muss ich jetzt mal ausblenden und die zweite Frage online stellen. Wenn ihr vor ein Jahr geklickt habt, wie seid ihr denn bereits investiert in Kryptowährung? Also direkt, also mit so einer Hot oder einer Cold Wallet, oder habt ihr das über ein Zertifikat eines Emittenten gemacht? Auch da bitte ich nochmal kurz um Abstimmung. So, da sind die Zahlen logischerweise natürlich nicht so groß, weil es hier nur ein Bruchteil von euch ist, die Ja geklickt haben. Das passt aber anteilsmäßig. Noch kurz einen Moment warten. So, auch da stagnieren die Zahlen, sodass ich auch sage, herzlichen Dank da auch für die Teilnahme. Jetzt übertrage ich mal hier ebenfalls 50-50, würde ich mal so grob sagen. Also einige von euch haben den direkten Weg gewählt und viele entsprechend auch die Möglichkeit über ein Zertifikat. Okay, gut. Das waren eigentlich jetzt so die, quasi das Intro, vielleicht auch ein paar Informationen für dich hören, damit du es ein bisschen einordnen kannst. Wen haben wir denn jetzt alles hier schon in unseren Zuschauern dabei? Und dann würde ich jetzt sagen, mache ich einen Haken an die Kurzumfragen. Ja, und übergebe es an dich, Sören, mit den Fragen Kryptowährung. Wo stehen wir da aktuell? Was sind die Hintergründe? Und vielleicht magst du uns bei der einen oder anderen Kryptowährung auch vielleicht mal so einen gewissen Ausblick geben können. Danke dir. Vielen Dank, Falko. Kurze Frage, kannst du meinen Bildschirm sehen? Siehst du die Präsentation schon? Ja, ich sehe noch nichts. So, ich gucke mal gerade. Jetzt sieht gut aus. Dann mache ich meine Kamera aus, schalte mich stumm und dann kannst du loslegen. Ja, also nochmal vielen Dank für die Einladung, Falko. Ich finde es schön, heute hier zu sein. Keine Sorge, wenn Sie noch nicht aktiv sind, dann ist das auch kein Problem. Das ist ein sehr volatiler Markt. Insofern gibt es auch nicht unbedingt den richtigen Zeitpunkt, um ein- oder auszusteigen. So sehe ich das zumindest. Man ist nicht zu spät dran. Es ist auch noch sehr, sehr jung. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin seit ungefähr 10, 11 Jahren jetzt mittlerweile in DZ-Bank Research tätig. Ich habe lange Zeit Devisen Research gemacht und bin jetzt zur Mitte des Jahres ins Aktien Research gewechselt. Habe aber das Thema Kryptowährungen schon seit mindestens 2017 betreut und da auch relativ viel schon zu publiziert und mir den Markt sehr genau angeguckt. Von den rechtlichen Hinweisen mal abgesehen, hier kurz, was ich mit Ihnen vorhabe in den nächsten Minuten. Also der erste Teil definitiv Kryptowährungen, privat emittiertes Geld, globales Geld. Ist das richtig? Ist die Formulierung korrekt oder nicht? Was sind Stablecoins? Was kann man damit anfangen? Und dann eine Pause. Und wie Falko schon vorhin gesagt hat, noch kurz einen Ausblick auf digitale Zentralbankwährungen. Es ist nichts, wovor man Angst haben sollte. Aber ich glaube, man sollte bei dem Thema zumindest wissen, was da so auf einen zukommt. Wenn wir uns mit Kryptowährungen beschäftigen, ist es, glaube ich, erstmal wichtig, sich also zu verstehen, was ist Geld, um darauf aufbauen und dann auch sich eine Meinung bilden zu können. Und wenn man mal guckt, so in die Historie der Menschheit, hatten schon ziemlich viele Dinge die Funktionen von Geld. Es hat angefangen bei Muscheln und irgendwelchen tonnenschweren Steinen auf gewissen Inseln, gehen dann über Münzen hin zu Scheinen und dann eben auch zu den digitalen Formen, die wir heute sehen. Man muss sich vor Augen führen, dass es zwei Treiber gab, warum eine Geldform verschwunden ist und eine andere aufgetaucht ist. Das waren zum einen geänderte Bedarfe bei den Menschen, auch bei den Unternehmen, die eben dann dazu führten, dass die Geldform, die man hatte, eben nicht so wirklich gepasst hat. Und zum anderen auch ein technischer Fortschritt, der dann eben neue Möglichkeiten offeriert hat, um eine andere Geldform auch herzustellen. Das kann man sich vor Augen führen, wenn man sich den Übergang von Münzen hin zu Scheinen vor Augen führt. Wir haben Beginn der Neuzeit, der Handel florierte, es wurde Geld auch über größere Distanzen hinweg transportiert, es wurden größere Summen bezahlt und da war Edelmetall faktisch einfach unpraktisch. Ja, es war viel zu schwer, es war schwer zu transportieren.
Es ging vor allem dann auch zur Neige. Also Edelmetalle wurden in dieser Zeit auch nach und nach rar. Und zur gleichen Zeit gab es aber den technischen Fortschritt in Form des Buchdrucks. Es war also möglich, sehr günstig und in großem Umfang Geldscheine herzustellen. Die sahen sicherlich nicht so aus wie heute, aber zumindest war es vergleichbar mit dem Sinn und Zweck des Ganzen, nämlich eben in Papierform eine Verpflichtung, eine Verbindlichkeit darzulegen. Und die hatte ein gewisses Vertrauen und auch Akzeptanz früher oder später. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, stehen wir wieder vor so einer Schwelle, wo sich Bedarfe ändern und eben auch eine technische Neuerung da ist, eine neue Technologie da ist mit der Blockchain-Technologie, die neue Lösungen ermöglicht. In der allgemeinen Wahrnehmung würde ich mal unterstellen, sind Bitcoin und andere Kryptowährungen angekommen. Nicht umsonst gibt es das Webinar heute Abend. Also es ist eben stärker verbreitet, als das noch vor 5, 6 Jahren der Fall war. Und in der öffentlichen Debatte kann man sagen, dass sich zwei Lager herauskristallisiert haben. Das eine ist das Pro-Lager, das in Bitcoin und Co. die Zukunft des Geldes sieht. Und das andere ist auch ein relativ weit verbreitetes Kontralager, die der Meinung sind, es handelt sich lediglich um eine spekulative Blase. Also gerade beim zweiten Lager, da haben wir sehr viele Zentralbankvertreter, auch Politiker drin, die der Meinung sind, das Ding hat keinen Nutzen, es gibt keinen intrinsischen Wert, überhaupt keinen Wert eigentlich und im Prinzip nur Probleme. Also eine massive Umweltverschmutzung wird unterstellt, da wird dann der Energieverbrauch für das Kryptomining hergezogen, es wird sehr viel Hardware-Müll auch produziert, im Prinzip Energie und Hardware in der Größenordnung von mittelgroßen Staaten. Es wird auch kritisiert, dass es eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt darstellen würde. Bei spekulativen Blasen unterstellt man, dass einige wenige gut informierte oder auch institutionelle Investoren frühzeitig einsteigen, dann diesen Hype mitnehmen bis zu sehr hohen Kursen und rechtzeitig wieder aussteigen können, während der Kleinsparer, der Privatanleger eben eher spät einsteigt und nachher auf den Verlusten sitzen bleibt, wenn die Blase platzt. Und das könnte dazu führen, dass es in der Gesellschaft Unmut gibt in größerem Umfang und dann auch die staatlichen Institutionen in Frage gestellt werden. Also gerade Zentralbank nach dem Motto, warum habt ihr uns nicht gewarnt? Ihr hättet da vorher was sagen müssen, dass da eben quasi gesellschaftlicher Unfrieden entstehen würde. Auch ein Vorwurf ist, Bitcoin und Co. würden als Finanzierungsvehikel für kriminelle Akteure, also Gruppen oder auch Staaten fungieren. Terroristische Vereinigungen sollen Spenden über Bitcoin erhalten haben. Da wird dann die Hamas angeführt. Oder auch Hacker aus Nordkorea, die Bitcoin von Börsen erbeuten würden. Das ist auch immer ein gern genommenes Beispiel in dem Zusammenhang. Und auf der anderen Seite haben wir die Kryptobefürworter, die der Meinung sind, es handelt sich bei diesem Markt oder bei Kryptowährung generell um globales Geld der Zukunft. Auch globales Gold wird gerne genommen als mögliches Ziel. Sie haben kein Vertrauen in das traditionelle Geld- und Finanzsystem. Im Prinzip ist so die Herangehensweise, solange der Staat oder die Zentralbank die Finger drin hat, wird es früher oder später in Inflation, also in Geldentwertung enden. Und natürlich diese aktuelle Inflationsrate im Euroraum von 10-11% oder auch in den USA von 8% sind Wasser auf die Mühlen dieser Kryptobefürworter. Außerdem, was den Energieverbrauch angeht, der ist sicherlich vorhanden, aber im Gegensatz zu anderen Dingen würde Energie hier sinnvoll eingesetzt. Also zum einen wäre es eine Generierung von Sicherheit gegenüber Manipulationen mit Blick auf das Bitcoin-Netzwerk und es würde auch grüne Energie fördern, weil eben Investitionen hier in dem Bereich getätigt werden, weil man möglichst energieeffizient arbeiten möchte und hier einen Anreiz hat, in erneuerbare Energien zu investieren. Außerdem wäre es eine Demokratisierung, eine Art Globalisierung des Finanzsystems, die dringend notwendig ist und angezeigt ist und Kryptowährungen werden auch gerne verglichen mit dem Internet der 90er Jahre. Man stünde also hier quasi am Anfang und die große Zeit würde erst noch kommen. Lassen wir mal die beiden extremen Meinungen so dahingestellt. Ich glaube, die Wahrheit liegt meistens irgendwo dazwischen. Das ist bei Kryptowährungen und so wie bei vielen anderen Dingen auch. Aber wenn man sich den Markt ansieht, dann kommt man zum Ergebnis, dass Bitcoin definitiv die bedeutendste, die erste und die wichtigste Kryptowährung ist. Also der Markt, wenn man sich die Notierungen ansieht, dann geht Bitcoin vor und der Rest rennt quasi hinterher. Natürlich mag es auch für die ein oder andere Kryptowährung oder auch Altcoins, das sind eben nicht Bitcoin-Kryptowährungen, möglich sein, ein Eigenleben für eine gewisse Zeit an den Tag zu legen. Aber ich sage mal, das große Marktgeschehen hängt meistens von Bitcoin ab. Wir haben aktuell weit mehr als 20.000 Kryptowährungen am Markt, mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt ungefähr 1 Billion Dollar.
Allein Bitcoin macht hier 40% aus. Das war mal ein bisschen mehr, aber auch schon mal tendenziell ein Tick weniger. Aber so im Großen und Ganzen kann man eben sagen, dass sich an der Dominanz von Bitcoin erstmal wenig geändert hat. Ether ist die zweitgrößte Kryptowährung, hat ungefähr die Hälfte dieser Marktkapitalisierung bei 200 Milliarden Dollar. Und ja, dann wird es langsam eben deutlich dünner. Also wir haben einen Stablecoin, Tether hier zum Beispiel noch mit 70 Milliarden Dollar und zwei, drei andere, die im Bereich von 50 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung sind. Aber eben der Unterschied zu Bitcoin ist sehr deutlich vorhanden. Wenn man dann noch ein bisschen weiter runter geht, also beispielsweise ab Rang 15 haben wir noch eine Marktkapitalisierung von ungefähr 5 Milliarden Dollar. Da sieht man durchaus, dass eben sehr viel auf Bitcoin fokussiert ist. Also Bitcoin, Ether kann man noch hinzunehmen. Aber die beiden machen eben einen sehr großen Anteil des Marktes aus. Was alle Kryptowährungen gemeinsam haben, ist die Ausgangsbasis, nämlich alle Kryptowährungen basieren auf einer Form der Blockchain-Technologie. Und wenn Sie heute eine Sache mitnehmen, dann bitte die. Der zentrale Vorteil von dieser Technologie ist, dass es ermöglicht wird, dass Personen, Maschinen oder auch Protokolle interagieren können, also Informationen austauschen können, Werte transferieren können, ohne dass sie sich gegenseitig vertrauen und ohne dass eine dritte Instanz, also beispielsweise eine Bank oder eine Zentralbank notwendig ist. Das heißt, es können Werte übertragen werden, sicher und vor allem fälschungssicher, einigermaßen zügig, ohne dass ich dafür eine Bank brauche. Und das ist der zentrale Unterschied zum Finanzsystem. Beim traditionellen Finanzsystem wird Vertrauen hergestellt eben durch eine Geschäftsbank. Da gibt es einen KYC-Prozess, da wird eben klargestellt, dass derjenige, der bezahlt, auch entsprechend über die Möglichkeiten verfügt auf seinem Konto, um diese Transaktion zu tätigen. Das funktioniert auf der Blockchain, ohne dass hier eine Bank notwendig ist. Also Kryptographie und Konsensmechanismus sind hier zwei Stichworte, die relevant sind, die es ermöglichen, eben ohne diese Geschäftsbanken diese Transaktion zu ermöglichen. Wenn wir gerade beim Konsensmechanismus sind, der bekannteste ist sicherlich der Proof of Work. Das ist das, was Bitcoin benutzt, was eben mit sehr viel Energie funktioniert. Es gibt den Proof of Stake, da hat Ether bzw. die Ethereum-Plattform vor kurzem umgestellt. Das funktioniert mit deutlich weniger Energie. Das hat beides Vor- und Nachteile. Im Endeffekt geht es bei diesen Konsensmechanismen und anderen auch eben um die Frage, wie werden diese Transaktionen verarbeitet. Viel mehr ist es nicht. Davon abgesehen ist eine Blockchain einfach nur eine riesige Datenbank. Ja, da werden alle Transaktionen von Anfang an fälschungssicher nachgehalten. Ein entscheidender Unterschied ist auch noch, es ist ein dezentraler Aufbau. Das heißt, jeder Netzwerkteilnehmer hat alle Informationen auf seinem eigenen Rechner. Natürlich, wenn Sie jetzt über eine Börse sich die Bitcoin oder andere Guthaben erwerben, dann sieht es anders aus. Dann hat eben die Börse diesen Zugang und die entsprechenden Informationen. Aber irgendeiner muss sie haben. Wenn sie direkt am Netzwerk teilnehmen, haben sie sie sogar selbst. Im Prinzip ist das Gegenteil von der Cloud. Hier hat in der Cloud haben wir einen zentralen Anlaufpunkt, wo alle Informationen gespeichert werden. Bei der Blockchain-Technologie soll es anders sein. Also im Prinzip jeder Netzwerkteilnehmer soll alle Informationen haben, um auch so eine gewisse Sicherheit mit reinzubringen, weil es natürlich deutlich schwieriger ist, ein dezentrales Netzwerk anzugreifen als ein zentrales. Warum heißt das Ding Blockchain? Naja, weil der Aufbau eben in Blöcken erfolgt. Bei Bitcoin ist es so, dass alle 8 Minuten ein neuer Block angehängt wird. Das ist eben dieses Mining, was da stattfindet. Also die Transaktionen, neue Transaktionen werden verarbeitet. Ein komplexes Rätsel wird gestellt und wer das Rätsel als erstes löst, der darf den neuen Block anhängen. Wie gesagt, es wird so gesteuert, dass es alle 8 Minuten ungefähr ein neuer Block ist. Und derjenige, der das dann machen durfte, der bekommt dann neue Bitcoin-Einheiten zugeordnet. Das heißt, das ist dann im Prinzip der Lohn, den er für die Arbeit, für die Rechnerkapazität, die er zur Verfügung stellt, bekommt. Im Prinzip kann man auch sagen, dieser enorme Energieaufwand, der sich ergeben hat, der ist nicht Gott gegeben, sondern der liegt einfach daran, dass das Netzwerk hat auch funktioniert, als noch deutlich weniger Leute mitgemacht haben, als man noch mit einem normalen Hausrechner Mining betreiben konnte. Es haben einfach nur nach und nach mehr und mehr Leute festgestellt, dass man damit Geld verdienen kann. Dann wurden größere Mining-Farmen gebaut und man muss sich vor Augen führen, es werden alle 8 Minuten neuer Block angehängt. Die Anzahl der Transaktionen ist auch bei einer gewissen Höhe begrenzt. Also es werden nicht mehr Transaktionen, es wird nicht schneller angehängt, sondern das Rätsel, das zu lösen ist, wird einfach komplizierter und dadurch wird mehr Energie aufgewendet, um es zu lösen. Sören, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Proof of Work, Proof of Stake, hast du ja gerade schon mal erwähnt. Da war nämlich vorhin eine Frage, wird es eventuell so sein, dass, jetzt mal gerade gucken, Proof of Stake, also der energieärmere Mechanismus die Oberhand halten wird. Wie ist da die Entwicklung?
Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht direkt beantworten kann. Ich kann dir aber sagen, dass es eine sehr starke Meinung bei den Bitcoin-Befürwortern gibt, die der Meinung sind, der Proof-of-Stake-Mechanismus ist nicht geeignet. Sie schwören auf den Proof-of-Work-Mechanismus, weil sie sagen, nur so kann Dezentralität gewahrt bleiben, nur so ist es möglich, die Sicherheit und die Unabhängigkeit des Netzwerks zu gestalten. Die Idee beim Proof-of-Stake ist, dass es eben nicht um Rechnerkapazität geht, sondern ob dass es darum geht, derjenige, der eine gewisse Anzahl an Einheiten, jetzt in dem Fall von Ether, besitzt, der darf den nächsten Block anhängen. Also der wird dann ausgelost nach quasi Losverfahren. Wenn du natürlich dann eine sehr große Anzahl an Ether-Einheiten stakest, also hinterlegst, deswegen Proof of Stake, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ausgewählt wirst, den nächsten Block anzuhängen, deutlich größer. Entsprechend ist die Manipulationsanfälligkeit auch größer. Also der Vorwurf ist quasi, es gibt nur wenige große Pools, die an dem Mining, also an dem Proof of Stake von Ether mitmachen. Und natürlich, wenn du nur zwei, drei Pools hast und die sich abstimmen, dann wären die theoretisch in der Lage, das Netzwerk umzuschreiben und nach ihrem Gutdünken quasi dann die Transaktion zu beeinflussen. Das ist im Prinzip der Vorwurf bei Proof of Stake. Und deswegen sind auch eingefleischte Bitcoin-Anhänger der Meinung, dass Proof of Stake für sie nichts ist, sondern sie wollen bei Proof of Work bleiben. Ist denn jetzt hier Proof of Stake nur für Ether aktuell aktiv und wollen andere vielleicht auch noch da umsteigen, um ja auch grüner zu werden? Nee, es ist beides vorhanden. Also wir haben beispielsweise Dogecoin, ist Proof, also ist auch eine zumindest bekannte, vielleicht nicht unbedingt sinnvolle, aber eine sehr bekannte Kryptowährung. Die haben den Proof of Work. Wir haben Cardano beispielsweise, die haben einen Proof of Stake. Also das ist relativ bunt gemischt. Es gibt verschiedene Herangehensweisen. Bei Bitcoin ist es nun mal so, es war die erste Kryptowährung und die hat mit dem Proof of Work gearbeitet. Deswegen setzen einige darauf auf, aber es ist nicht so, dass es Proof of Stake nur bei Ethereum geben würde, sondern es gibt es auch an anderer Stelle. Alles klar, danke dir. Was, glaube ich, auch wichtig ist, um ein eigenes Urteil sich zu erlauben über Kryptowährungen, ist, dass man sich erstmal anguckt, wo kommt das Ding eigentlich her? Und man weiß es nicht so genau, aber man zitiert oder geht zumindest davon aus, dass es, weil der Zeitpunkt, dass Bitcoin das Leben, das Licht der Welt erblickt hat, die Finanzkrise war, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Also, wenn man es nochmal zurückversetzt, damals Finanzkrise 2007, 2008, das Finanzsystem war in Schieflage geraten, die Geld und die Fiskalpolitik haben immense Gelder aufgewendet, Steuergelder aufgewendet, Liquidität aufgewendet, um das System zu stabilisieren. Und das hat einigen Leuten einfach schlichtweg nicht gefallen. Ich meine, tatsächlich kann man unterstellen, das Finanzsystem ist nicht ganz zu Unrecht in die Schieflage geraten, weil eben Risiken eingegangen wurden, die so nicht nachhaltig waren, die auch nicht ja, richtig eingeschätzt wurden, weil man auch keinen langfristigen Blick hatte. Insofern stellt sich dann die Frage, warum muss man Steuergelder aufwenden, um so ein System zu stabilisieren? Als Volkswirt sage ich da ja, es gibt schon gute Gründe, weil eben, wenn man das nicht macht, die volkswirtschaftlichen Kosten deutlich größer wären. Aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass man sagt, naja, man hätte es vielleicht auch anders lösen müssen. Insofern, das war ein Punkt, der hier angeführt wird. Der zweite Punkt oder ein weiterer Punkt ist, dass es eben nicht die einzige Krise war, die mit einer expansiven Geld- und Fiskalpolitik bekämpft wurde. Wir hatten danach eine Eurokrise, eine Staatsschuldenkrise, auch die Corona-Krise. Und im Prinzip war die Antwort immer dieselbe. Mehr Konjunkturmaßnahmen von staatlicher Seite, eine expansivere Geldpolitik von Seiten der Zentralbanken. Insofern, also auch einmal der Ärger über den Einsatz der Steuergelder und zum anderen auch ein ja, Verlust an Vertrauen in das etablierte Finanzsystem und damit auch verbunden die Sorge vor einer deutlich höheren Inflationsrate. Bitcoin ist jetzt in dem Zusammenhang attraktiv für Menschen, die diese Sichtweise haben, weil es außerhalb des etablierten Systems funktioniert. Also es ist unabhängig von Zentralbanken und Geschäftsbanken, ist auch theoretisch unabhängig von Staaten. Und es soll einen Inflationsschutz mit sich bringen, weil die Geldmenge eine im Algorithmus festgelegte Obergrenze von 21 Millionen Einheiten hat. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, dass es ein Mining gibt, da kommt eben dieses Proof of Work mit rein. Also die Generierung neuer Einheiten ist mit Aufwand verbunden. Im Prinzip so ein bisschen wie beim Gold. Da ist halt der Aufwand, dass ich Maschinen habe, dass ich Wasser einsetzen muss, dass ich das Zeug erstmal finden muss. Ja, also das ist einfach mit größerem Aufwand und Geld auch, das man einsetzen muss, verbunden. Und bei Bitcoin ist eben das Mining im Sinne von Rechnerkapazität und Hardware, die ich einsetzen muss. Es gibt also keine Zentralbank, die die Geldmenge nach, ja, sagen wir, bestem Wissen und Gewissen steuert, sondern wir haben eben eine im Algorithmus festgelegte Wachstumsrate, die, das kann ich jetzt hier sagen, ungefähr, also diese 21 Millionen Einheiten, die sind fix und die werden ungefähr 2148 erreicht, also ist noch ein bisschen hin.
Das bringt uns zu der Frage, was sind die Einflussfaktoren auf den Bitcoin-Kurs? Also die Angebotsseite kann es eigentlich nicht sein, weil wir haben gelernt, alle 8 Minuten kommt ein neuer Block. Wir wissen, wie viele Einheiten als ja, Belohnung ausgeschüttet werden und wir wissen sogar, wann die letzte Bitcoin-Einheit geschaffen wird, nämlich 2148 oder ungefähr 2041. Das ist, was die Vorgaben für die Angebotsmenge angeht, einigermaßen klar vorhersehbar. Anders sieht es auf der Nachfrageseite aus. Also die Geld- und Fiskalpolitik spielt sicherlich eine große Rolle, gerade das Zinsniveau oder auch die Inflationssorgen, die wir an den Finanzmärkten auch bei den Menschen eben sehen. Und sag mal, der zweite wesentliche Punkt ist die Frage eben, was glauben die Menschen und die Investoren, was kann Bitcoin, was können Kryptowährungen sein? Also die Hoffnung auf mehr Akzeptanz ist ein wesentlicher Punkt, gerade mit zunehmender Digitalisierung. Die Menschen machen mehr im Homeoffice, sie kaufen mehr im Internet ein. Da war die Hoffnung gerade so 2020, 2021, dass man eben dadurch mehr Vertrauen in der allgemeinen Öffentlichkeit für Kryptowährungen auslösen kann. Auch die Frage, ja, kann es digitales Gold sein? Natürlich, wenn man es schafft, diese Reputation von Gold zu importieren, dann wäre auch die Möglichkeit da, dass Bitcoin eine Wertanlage wie Gold, also eben digitales Gold, dann langfristig darstellen kann. Es gab prominente Fürsprecher, Herr Musk ist da immer gern zu nennen, der ja für Tesla vorübergehend mal Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert hat. Das hat tatsächlich einen Riesensprung im Kurs ausgelöst von +20%, weil eben diese Hoffnung auf Bitcoin als globales Zahlungsmittel geschürt wurde. Gut, der kam dann irgendwann auf die Idee, dass relativ viel Energie für die Betreibung des Netzwerks von Bitcoin notwendig ist und hat sich dann wieder das anders überlegt. Ist sicherlich ein Punkt, den man vorher auch schon hätte wissen können, aber dann sind wir unter 20% eingebrochen. Aber das ist so ein Punkt, wo man eben sieht, es reichen Hoffnungsschimmer oder deutliche Signale, dass eine gewisse Hoffnung gerechtfertigt ist, um sehr große Kurssprünge auszulösen. Was wir gerade 2021 auch gesehen haben, ist, dass der Einstieg für etablierte Fondsanbieter oder etablierte Investoren einfacher möglich geworden ist. Gerade durch Fonds wie, ja, Namen darf ich glaube ich nicht unbedingt sagen, aber es sind große etablierte Fonds, die Angebote gemacht haben. Wir haben regulierte Börsen, gerade aus dem süddeutschen Raum ist eine Börse sehr aktiv, um eben einen komfortablen Einstieg in den Markt auch zu ermöglichen. Und Falco, du wirst da nachher sicherlich auch noch was zu sagen. Gerade bei Hedgefonds zum Beispiel sind ja, mehr Engagements zu verzeichnen gewesen. Also generell kann man sagen, institutionelle Anleger sind deutlich wichtiger geworden für den Markt. Und man hat auch festgestellt, dass eben die traditionelle Finanzbranche nach Lösungen sucht, um den eigenen Kunden Angebote zu machen. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die sogenannte Fear of Missing Out, also tatsächlich die Angst, etwas zu verpassen. Das ist bei Kryptowährungen sehr extrem gewesen, weil man eben ja sehr viel Medienberichterstattung hatte, deutlich mehr als es eigentlich die Marktkapitalisierung hergegeben hätte. Und der Nachbar hat was, der Geschäftskollege hat irgendwas investiert, hat da deutliche, sehr, sehr, sehr starke Rendite plus gemacht und wurde dann eben ja so ein bisschen mitgezogen, dass man eben auch gerne diese Rendite wollte. Und das ist bei Kryptowährungen sehr extrem, dass eben sehr viele Menschen einfach mitgemacht haben, weil sie im Umfeld gesehen haben, Menschen haben und andere Menschen haben damit Geld verdient. Und, sie hatten Angst, dass sie eben dann diesen großen Sprung von 100, 200% Rendite, der eben möglicherweise bei Kryptowährungen dann vonstatten gehen könnte, verpassen. Tatsächlich würde ich mal behaupten, dieses höhere Engagement von institutionellen Investoren war ein wesentlicher Punkt für den Auf- und Absprung, den wir jetzt 2020, 2021 und 2022 gesehen haben. Problem ist, die agieren nach einem relativ simplen Muster. Wenn die Unsicherheit hochgeht und die Zinsen steigen, dann ja, sind höhere Refinanzierungskosten vorhanden und dann stoßen sie riskante Assets erstmal ab. Und natürlich sind Kryptowährungen weiterhin eine riskante Assetklasse. Und gerade diese hohe Korrelation, die wir haben mit dem US-Aktienmarkt bei Kryptowährungen, die ist ein klares Indiz dafür, dass eben die gleiche oder eine wesentliche Investorengruppe bei beiden aktiv ist. Und das sind eben gerade die institutionellen Investoren, die hier den Ton angeben. Ja, dennoch, also als Asset-Klasse würde ich mal unterstellen, haben sich Kryptowährungen etabliert. Natürlich ist klar, wenn der Kurs um 60, 70% einbricht, dass die Kritiker da am Drücker sind. Also da kommen dann wieder die Argumente. Es hat ja keine Deckung durch ein anderes Asset. Es verfügt nicht über einen intrinsischen Wert. Es hat keine zentrale Instanz dahinter und man kann sowieso keine Modelle ansetzen und fairen Kurs kann man auch nicht berechnen. Insofern ist ja auch klar, dass das Ding irgendwann wieder einbrechen musste.
Andererseits kann man auch mal festhalten, naja, warum eigentlich? Also gut, einen intrinsischen Wert hat es nicht, einen Gleichgewichtswert kann ich jetzt auch nicht unbedingt berechnen, aber naja, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal den intrinsischen Wert von Kunst oder von einem Gemälde ansetze, komme ich sicherlich mit ein bisschen Farbe, Pinsel und Rahmen auch nicht auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Das hält jetzt Menschen auch nicht davon ab, sehr viel Geld für Gemälde zu bezahlen. Auch die Frage, kann es digitales Gold sein? Also wenn ich unterstelle, es gelingt, diese Reputation zu importieren für Bitcoin, dass es eben als solches digitales, besseres Gold gesehen wird. Und ich stelle den Goldmarkt gegenüber, das analoge Edelmetall, da kann ich auch auf ein Kursziel von 175.000 Dollar kommen. Wenn ich jetzt sage, Bitcoin, naja, es ist ja so ein bisschen außerhalb des etablierten Finanzsystems, es ist auch schwieriger für Behörden darauf zuzugreifen, dann bin ich beim Thema Offshore-Finanzzentrum und dann habe ich einen Markt von ungefähr 10 bis 30 Billionen Dollar. Nehmen wir nur die 10 Billionen und sagen, sind so grob 20 Millionen Einheiten, da komme ich auf einen fairen Wert von 500.000 Dollar. Also es kommt einfach darauf an, was Investoren in Kryptowährungen in Bitcoin sehen. Und tatsächlich war es jetzt auch nicht der erste Einbruch, den wir in dieser Größenordnung gesehen haben. Tatsächlich, wenn man so diese vorherigen Zyklen nimmt, 2013, 2017, dann war das, was wir 2021 gesehen haben, gab mal so ein leichtes Zucken. Also für Bitcoin-Verhältnisse war das quasi volatil seitwärts. Die großen Schwankungen oder die zumindest gefühlt großen Schwankungen, die werden wahrscheinlich auch anhalten. Insofern kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen, also eine richtige Prognose, Falko, um da auch nochmal zurückzukommen, egal was Sie hören, ich würde mal unterstellen, es ist ein besseres Bauchgefühl im besten Fall und im schlechtesten Fall versucht sich gerade jemand übers Ohr zu hauen. Aktuell sind Bitcoin und Co. meines Erachtens keine Alternative für die etablierten Währungen wie Euro und Dollar, zumindest mal im Alltag. Das liegt vor allem daran, dass eben um Geld zu sein, um eine Geldform zu sein, einem Währungsraum, muss es möglich sein, damit zu bezahlen. Und ich sage mal, diese Annahme, die Akzeptanz, die ist aktuell einfach nicht vorhanden. Zumindest in meinem Umfeld habe ich wenig Möglichkeiten, mit Kryptowährungen zu bezahlen. Was faktisch daran liegt, dass die Volatilität einfach viel zu hoch ist. Also selbst wenn jemand quasi einen Bitcoin-Preis dranhält, in der Regel wechselt er das binnen möglichst kurzer Zeit in traditionelle Währungen, weil eine Marge von 10-20% innerhalb kurzer Zeit einfach weg sein kann. Und das ist für ein Unternehmer natürlich, wenn er planen muss, auch deutlich schwierig, solange seine Zulieferprodukte weiterhin in traditioneller Währung laufen. Was die Energie angeht, das ist sicherlich auch ein Punkt, der einige Leute abschreckt, gerade bei Bitcoin. Und ein wesentlicher Punkt ist auch die Verarbeitungskapazität. Also wir haben, wenn man wirklich die Bitcoin-Blockchain nimmt, haben wir maximal 500.000 Transaktionen pro Tag. Wir haben allein in Deutschland 70 Millionen Transaktionen im Durchschnitt pro Tag. Insofern wird es jetzt erstmal schwierig, nur basierend auf der Blockchain tatsächlich ein globales Geld oder einen globalen Zahlungsverkehr damit aufzubauen. Natürlich gibt es jetzt mittlerweile andere Lösungen. Gerade Lightning ist hier ein wesentlicher Punkt. Da ist aber noch die Frage, inwiefern sich das wirklich langfristig etabliert. Also es bezieht sich jetzt nur auf tatsächlich die Blockchain und die Transaktionen, die hier möglich sind. Ein wesentlicher Punkt ist auch noch, wenn wir zum Thema Geld und Ausgeben kommen, die Bitcoin-Besitzer wollen in der Regel gar nicht damit bezahlen, sondern sie spekulieren ja darauf, dass das Ding mehr wert wird. Warum sollte ich denn die Bitcoin heute ausgeben, wenn ich davon ausgehe, morgen ist es 10% mehr wert? Also selbst die Bitcoin-Besitzer wollen damit nicht bezahlen. Und da wird es natürlich schwierig. Die einen wollen es nicht nehmen und die anderen wollen es nicht wirklich ausgeben. Insofern für den Alltag, also für die allgemeine Akzeptanz und so im täglichen Doing sehe ich jetzt Kryptowährungen in nächster Zeit noch nicht. Weil auch, also zumindest mein Eindruck, die Bevölkerung weder im Euroraum noch in den USA wirklich auf der verzweifelten Suche nach einer Alternative zu ihren eigenen Währungen sind. Was man auch nicht vergessen darf, ist, die Zentralbanken werden alles daran setzen und wahrscheinlich mit Unterstützung von Politik und Aufsicht Kryptowährungen möglichst klein zu halten, sobald sie Gefahr sehen, dass die eigenen Währungen im Alltag angegriffen werden. Das ist das, was wir beim Libra-Projekt 2019 von Facebook und beziehungsweise heute Meta gesehen haben. Das Ding, da komme ich nachher auch nochmal drauf zu sprechen, hatte durchaus Potenzial und die Zentralbanken sind amok gelaufen und haben tatsächlich versucht, dieses Projekt im Keim zu ersticken und waren dabei auch durchaus erfolgreich. Wo man Kryptowährungen tatsächlich aber einen Mehrwert unterstellen kann und wo es auch heute schon eine Alternative ist, das ist, wenn man auf globale Ebene geht. Also im traditionellen Finanzsystem sind grenzüberschreitende Zahlungen in der Regel langsam und teuer. Und hier kommt Bitcoin gerade beim Beispiel El Salvador mit rein. Also die zum Beispiel haben im letzten Jahr Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. Zum einen, weil sie
keine eigene Währung hatten. Sie haben einen Dollar genommen. Zum anderen, weil sie auch keine Zentralbank hatten, also auch keine eigene Geldpolitik. Sie haben im Prinzip nichts Eigenes aufgegeben. Und sie hatten darüber hinaus viele Bürger, die in den USA, also tendenziell im Ausland gearbeitet haben, sage ich jetzt mal, und entsprechend Geld nach Hause zu ihren Familien geschickt haben. Also die waren auf diesen grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr angewiesen. Und natürlich, wenn ich sehe, das kostet mich allein schon 10%, wenn ich so eine Überweisung mache, dann kann ich vielleicht auch mal eine Kursschwankung von 10% in die falsche Richtung in Kauf nehmen, bin ich nachher immer noch 0 auf 0. Also für solche Fälle ist tatsächlich auch heute schon eine Kryptowährung eine sinnvolle Alternative. Es gibt noch einen anderen Punkt, wo Kryptowährungen auf jeden Fall Spuren hinterlassen haben. Und zwar beim Thema Stablecoins. Das Ziel von Stablecoins ist es, ein stabiles Kursverhältnis zu einem anderen Wert herzustellen. Also die Vorteile von traditionellen Währungen mit den Vorteilen von Kryptowährungen verbindet. Das Standardbeispiel ist Wechselkurs von einem Stablecoin zum US-Dollar im Verhältnis 1:1. Es gibt drei verschiedene Arten von Stablecoins. Das eine ist relativ simpel, das ist eine vollständige Deckung mit irgendwelchen Sicherheiten. Das kann eine Fiat-Währung, wie eben jetzt in dem Fall Dollar sein, es könnte genauso gut Gold sein oder irgendwas anderes, wo Menschen vertraut sind, wo sie schon eine Verbindung dazu haben, was sie als wertstabil ansehen. Die zweite Möglichkeit ist sogenannte Collateralized Stablecoins. Hier haben wir andere Kryptowährungen, die als Sicherheiten dienen und so Stabilität herstellen sollen. Und wir haben den dritten Fall, der vor einigen Monaten durch die Medien ging, das sind sogenannte algorithmische Stablecoins, das Beispiel Terra USD. Da muss man tatsächlich sagen, das ist von der Idee her nicht schlecht, aber die enden meistens, und die sind auch eine Zeit lang stabil, die enden nur meistens so wie hier in dieser rechten Abbildung, nämlich mit einem relativ drastischen, kurzfristigen Kurseinbruch. Und sie erholen sich in der Regel danach auch nicht mehr. Also das Wechselkursverhältnis von 1:1 ist irgendwann, ja, sie verlieren irgendwann die Koppelung an den Stabilitätsanker, nenne ich es jetzt mal, und dann sind sie einfach ungefähr bei Null und kommen auch nie wieder weg. Also von algorithmischen Stablecoins würde ich tatsächlich die Finger lassen. Wenn man aber einen anderen Stablecoin hat, der voll gedeckt ist durch ein vertrauenswürdiges Asset, das einigermaßen liquide ist, das Ding transparent geführt wird, dann würde ich unterstellen, dass man dem auch ein gewisses Vertrauen gegenüberbringen kann. Das bislang berühmte Stablecoin-Projekt ist, so angesprochen, Libra aus dem Jahr 2019. Das war im Prinzip eine Initiative von Facebook, wurde ein bisschen als Konsortium um Facebook verkauft, aber die treibende Kraft war tatsächlich der damalige Facebook-Konzern. Mit dabei waren noch andere bekannte Größen, also Visa war dabei, Mastercard, PayPal, Vodafone, eBay, Spotify und ein paar mehr. Also es war jetzt nichts, wo man sagen kann, es war nur ein Unternehmen oder es waren Unbekannte, sondern da war durchaus Know-how und finanzielle Power dahinter. Das Ziel dieses Projektes war es, tatsächlich eine globale Einheitswährung ins Leben zu rufen. Und wenn man sich die Kundenstruktur dieser Unternehmen anguckt, dann kommt man dann in Summe ungefähr auf 3 Milliarden Menschen, die tatsächlich dieses Zahlungsmittel hätten verwenden können. Der Ansatz, um diese Stabilität herzustellen, war im Prinzip eine vollständige Deckung durch einen Währungskorb, der befüllt ist mit, gefüllt sein sollte, mit normalem Fiatgeld, also Euro, Dollar, Pfund, Singapur-Dollar und Yen war noch mit drin. Im Prinzip einfach vertrauenswürdige und ja, langfristig stabile Währungen, die eben dann auch sich auf Libra hätten übertragen sollen. Und tatsächlich einfach das Ziel war dann, einen mehr oder weniger stabilen Wechselkurs zu diesen großen Währungen aufrechtzuerhalten. Außerdem hat man so ein bisschen auch aus den Jahren vorher gelernt. Man hat gesagt, man möchte mit der Aufsicht zusammenarbeiten und energieschonend soll es auch noch sein. Die Reaktion war eben tatsächlich, dass man von Zentralbankseite oder von politischer Seite diesem Projekt zugetraut hat, Euro, Dollar und Co. Konkurrenz zu machen. Und entsprechend hat man sich dann dagegen gewehrt. Man hat die Aufsicht auf Facebook gehetzt und hat tatsächlich alles versucht, um dieses Projekt klein zu halten. Warum hat man das gemacht? Naja, wenn man jetzt davon ausgeht, man hat Libra oder eine Kryptowährung und die wird nur als Asset genutzt in einem überschaubaren Zeitraum, wie es bei Bitcoin der Fall ist, oder man geht darüber hinaus, man nutzt es nur, um quasi den Devisenmarkt zu ersetzen. Oder auch nur mal eine kurze Transaktion zu machen. Das heißt, man wechselt, ich sag mal, Euro in Libra und überweist dann den Wert. Der Wert wird sofort wieder zurückgetauscht in Euro. Alles kein Problem, ist eine Zentralbank egal, ist einfach nur ein Zahlungsdienstleister dann auf Blockchain-Basis. Das Problem war, dass man tatsächlich zugetraut hat, diesem Konsortium, dass es gelingt, Libra in den Alltag der Menschen zu bringen, dass eben früher oder später die Einkäufe beim Bäcker mit Libra bezahlt werden, dass die Uber oder auch die Taxifahrt, die Telefonrechnung,
der normale Einkauf bei Rewe, Aldi und Co. um die Ecke eben auch mit Libra bezahlt wird. Und das ist für eine Zentralbank ein Problem, weil an dem Punkt angelangt hat sie ein Problem, die Inflationsrate überhaupt zu messen, weil sie ist für den Euro zuständig. Sie misst ihre Inflationsrate in Euro und das wird schwierig, wenn alles nur noch Libra bepreist wird. Und sie steuert die Geldmenge und den Zinssatz für Euro, wenn kein Mensch mehr Euro nutzt, auch ein Kredit möglicherweise irgendwann in Libra genommen wird, weil natürlich, ich nehme natürlich den Kredit in der Geldform, die ich auch benutze, und das wäre eben dann Libra und nicht mehr Euro. Das hat den Zentralbanken Angst gemacht. Sie hatten einfach Sorge, früher oder später überflüssig zu werden. Und dass eben dann langfristig eine Geldpolitik von einem Facebook- und Meta-Konsortium geleitet wird, weil natürlich ist auch klar, wenn die irgendwann feststellen, dass Libra im Alltag verwendet wird und nicht mehr Euro, Dollar und Co., dann brauchen sie auch keine Reserve mehr. Und dann könnten sie tatsächlich unabhängig davon agieren und eine Weltzentralbank etablieren, die tatsächlich in der Lage ist, dann Geldpolitik für den Globus zu machen. Deswegen, das war der Grund, warum die Zentralbanken oder die Sorge zumindest die Zentralbanken hatten und dementsprechend agiert haben. Nochmal eingehakt an dieser Stelle. Ja. Wenn jetzt angenommen Ether, Bitcoin, Solana, Dogecoin, was auch immer, auch vielleicht in eine Richtung geht, dass es doch als Zahlungsmittel sich etablieren könnte, kannst du dir vorstellen, dass dann auch die Zentralbank wieder einschreitet und diese Währung verbietet oder zumindest den Zahlungsverkehr damit verbietet? Da bist du bei meinem Fazit. Also wunderbar. Tatsächlich, ja, genau. Also ich würde noch einen Satz vorher sagen, aber dann komme ich darauf zu sprechen. Wenn man so die nächsten Monate ein bisschen vorausschaut, glaube ich, dass wir weiterhin eine sehr hohe Volatilität bei den Kryptowährungen sehen werden. Es mag sich auch dann, sagen wir mal, eine Zeit lang um die 20.000, die wir aktuell haben, bei Bitcoin stabilisieren. Nichtsdestotrotz kann es jederzeit auch mal wieder 10%, 20%, 30% nach oben oder unten gehen. Das ist bei diesem Segment so, weil wir keine langfristig verlässliche Orientierungsgröße haben für einen stabilen Wert. Das heißt nicht, dass es wertlos ist. Also tatsächlich hängt die langfristige Kursentwicklung einfach davon ab, was Investoren in Bitcoin und Co. sehen. Ich habe es vorhin gesagt, Prognosen sind nicht mehr als ein besseres Bauchgefühl, wenn man davon überzeugt ist, dass das Zeug funktioniert, dass es eben langfristig auch an Bedeutung gewinnt, egal jetzt ob als Geld, als Gold, als Assetklasse, dann muss man unterstellen, dass die Kurse wahrscheinlich steigen. Wenn man einen kritischen View hat, dann ist es sicherlich ein zu riskantes Segment, sodass es sich dann wahrscheinlich eher andere Segmente anbieten sollten. Also der faire Wert, das muss man ganz klar nochmal sagen, ist irgendwas zwischen null und sehr viel mehr. Und entsprechend ist die Faustregel, die ich mir so zurechtgelegt habe, dass man eben nicht mehr investieren sollte, als man im schlimmsten Fall als Totalverlust dann auch verkraften und abschreiben kann. Um auf deine Frage einzugehen, Falko, also Kryptowährungen sind aktuell eine Asset-Klasse. Und zwar mit einer Marktkapitalisierung von $1 Billion. Global betrachtet sind das für Zentralbanken, sagen wir übertrieben gesagt, kleine Fische. Also es ist nichts, wo sie tatsächlich aktiv werden müssen, was sie als Gefahr sehen für den traditionellen Finanzmarkt oder eben auch für ihre eigenen Währungen. Sollte sich diese Sichtweise ändern, gehe ich davon aus, dass die Zentralbanken tatsächlich aktiv dagegen vorgehen. Natürlich ist das sehr schwierig, wenn man ein dezentral global agiertes, global aktives Netzwerk hat. Dass es aber durchaus möglich ist, zeigt so ein bisschen das Beispiel China, wo man eben tatsächlich die Kryptowährungen verboten hat und zumindest mal dadurch diese Hoffnung, dass es sich langfristig dort auch als normales Zahlungsmittel etabliert, deutlich zurückgestutzt hat. Also die Frage, die sich in den nächsten Jahren, das sind nicht Monate, das sind wirklich Jahre oder zum auch 10, 20 Jahre, die sich stellen wird, ist diese Gegenwert tatsächlich A notwendig, weil eben Kryptowährungen an Bedeutung massiv auch im Alltag gewinnen. Und dann Frage B, wird es auch erfolgreich sein? Das wird aber tatsächlich erst die Zukunft zeigen. Ist die? Okay. Genau. Ich glaube, damit ist die Frage genau beantwortet. Aber ich will dich nicht abschneiden. Hast du noch was? Sonst hätte ich noch eine weitere Frage, die aber jetzt nicht direkt kommt. Wie ist es mit Lektüre? Da fragt ein Teilnehmer, wo kann man sich vielleicht, wenn man noch Hintergrundinformationen habe, da habe ich aber gleich noch was für euch, liebe Teilnehmer, aber trotzdem gibt es auch irgendwelche Bücher, die du vielleicht hier nennen könntest, wo du sagen kannst, da kann man sich auf aktueller Basis auch nochmal informieren über das Thema. Ja, also tatsächlich tue ich mir mit Büchern extrem schwer, weil es ein sehr dynamisches Umfeld ist. Natürlich für die Grundlagen gibt es mittlerweile 2, 3 Stück, die man durchaus sich mal angucken kann, habe ich tatsächlich auch nicht gemacht, weil ich relativ früh eben angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen und dann eben so vom Hölzchen auf Stöckchen zum nächsten gekommen bin. Ich würde tatsächlich unterstellen, für das, was man so am Anfang benötigt, hilft Google ungemein.
Ja, da gibt es dann auch auf deutschsprachige Seiten mittlerweile, die Informationen anbieten. Auch wir im DZ Research Blog haben mittlerweile Informationen auch zu Kryptowährungen. Von daher, ein Buch selber würde ich nicht empfehlen. Es kommt wirklich darauf an, dass man sich ein Medium sucht, wo man aktuelle Informationen auch bekommt. Genau, also das halte ich für den wichtigeren Umstand, weil sich eben sehr viel ändert. Und wenn man gerade die letzten 2 Jahre nimmt, der Kurs ist das eine, aber auch die treibenden Faktoren, die ich gerade dargestellt habe, das sind nicht mehr die gleichen wie 2016, 17. Ne? Damals hatten wir eine sehr kleine Community, die eben davon überzeugt war, dass Bitcoin die Zukunft ist, und die haben vor allem den Kurs getrieben, wurden dann eben von Privatanlegern zum Teil in die eine oder andere Richtung mit unterstützt, beziehungsweise haben dann auch einen Einbruch miterlebt, aber das ist nicht mehr die Situation am Markt, wie wir sie heute haben. Insofern ist es schwierig, sich da ein Buch von 2015 oder 16, 17 zu nehmen, weil sich die Gegebenheiten einfach extrem schnell ändern. Okay, dann würde ich nämlich jetzt, wir haben noch ein, zwei Fragen, aber die würde ich nachher noch mal ein bisschen in die Abschlussrunde reinschieben und jetzt mal kurz eben die Moderatorenrechte übernehmen und nämlich für euch, liebe Teilnehmer, mal eine Möglichkeit zeigen. Wenn ihr zum Beispiel der Meinung jetzt seid, dass Bitcoin und Ether, andere Kryptowährungen, auf dieser aktuellen Basis noch Kurspotenzial haben, da haben wir nämlich jetzt, hat man euch ja vor einiger Zeit schon mal gezeigt, zwei interessante Möglichkeiten. Zum einen, ich stelle das hier auch mal gleich in den Chat ein, da könnt ihr euch das in aller Ruhe nochmal anschauen. Wir haben auf unserer DZ-Derivate-Seite eine Landingpage gebaut. Ihr seht hier oben DZ-Bank-Derivate.de Crypto Special. Da findet ihr alle unseren aktuellen Informationen zum Thema Krypto. Mein Kollege Felix Schröder hier, Produktmanager bei unserer DZ-Bank, hat entsprechend hier einigen Content reingestellt. Also wir beginnen hier mit einem Auftaktartikel und wenn ich scroll mal ein bisschen hier runter, da haben wir im Endeffekt verschiedene Artikel geschrieben. Ich glaube, dein Mikro ist noch offen, Sören. Genau. Da haben wir im Endeffekt gesagt, man muss ja nicht unbedingt auch direkt immer in die Währung investieren oder in diese Kryptos investieren. Es gibt ja auch die Möglichkeit, von denen zu partizipieren, die zum Beispiel am Mining oder am Vertrieb und so weiter partizipieren. Und da haben wir hier verschiedene Artikel. Ihr seht, hier unten gibt es noch verschiedene weitere Reiter, die ihr euch anschauen könnt, wo wir entsprechend hier im Krypto-Special uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben, beispielsweise AMD oder Nvidia, weil entsprechend braucht man ja Rechenpower, um das Mining zu betreiben. Und das sind zum Beispiel Alternativen, wo man auch von diesem Boom profitieren kann. Wenn ihr direkt in Anführungsstrichen reingehen wollt, also an der Entwicklung partizipieren möchtet, dann haben wir hier zwei Produkte, und zwar Endloszertifikate auf Bitcoin Ether, wohlgemerkt Future. Warum Future? Future ist die einzige reglementierte Möglichkeit, einen ordentlichen Basiswert zu haben. Alles andere sind ich sage mal, keine reglementierten Märkte an sich. Hier habt ihr als Basiswert die Chicago Mercantile Exchange, eine der größten Börsen der Welt, die entsprechend hier ganz klar das Regelwert haben, wo man entsprechend dann auch zum Beispiel Settlement-Kurse festlegen kann. Und deswegen haben wir entsprechend hier gesagt, wir gehen nicht auf die ursprünglichen, sondern gehen auf die Future, die aber sehr, sehr nah dran sind. Und dann haben wir hier einmal das Endlos-Index-Zertifikat auf den Bitcoin-Future. Da stelle ich euch gleich auch nochmal die WKNs gleich entsprechend nochmal ein. Das haben wir hier, das hat den Basisbezugsfällen, ihr seht hier 1 zu 1000, kostet also im Endeffekt dann nicht eben 2065, sondern nur 2056. Das notieren wir von 9 bis 22 Uhr und das gleiche auch nochmal auf den Basiswert Ether Future. Auch hier, beziehungsweise ist hier dann 1 zu 100, weil es logischerweise das Underlying mit niedrigeren Preis ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wo könnt ihr euch entsprechend die Basiswerte anschauen? Auch da haben wir eine Seite, auch das stelle ich gleich nochmal in den Chat rein. Das ist hier entsprechend hier die Seite der CME, Chicago Mercantile Exchange. Da könnt ihr hier Bitcoin und Ether euch die der jeweiligen Kurse anschauen. Da kann man das entsprechend ganz genau nachvollziehen. Und das ist, wie gesagt, ein transparenter und nachvollziehbarer Basiswert, der entsprechend reglementiert ist. Das stelle ich gleich alles nochmal in den Chat und an der Stelle auch nochmal gleich, falls ihr das, was ich mit Sören mal in einem Podcast zusammengestellt habe, ein bisschen ähnlich vielleicht zu dem, was er jetzt gerade gesagt hat, aber ein bisschen mehr in Richtung Diskussion, dann möchte ich euch gerne auch nochmal unseren Podcast hier zeigen. Da war nämlich die Frage, gehört das in meinem Depot? Gleiche Überschrift, aber ein bisschen anders gerichtet. Auch das stelle ich euch dann gleich nochmal in den Chat rein. Kriegt also gleich eine ganze Menge Links von mir eingestellt, wenn ihr euch das entsprechend nochmal anschauen wollt. Und ansonsten, wie gesagt, verweise ich nochmal hier auf diese
Krypto-Special-Seite. Da könnt ihr entsprechend alle Daten und alle Produkte, die wir haben, und euch nochmal ganz genau anschauen. Alles, was ihr entsprechend hier seht, kriegt ihr zum Beispiel auch regelmäßig, wenn ihr dann unseren Newsletter abonniert habt. Gut, jetzt gucke ich nochmal kurz, Sören, ob da noch Fragen reingetrudelt sind. Das mit der Lektüre, da mache ich mal selber den Haken dran. Beziehungsweise dann gehe ich mal eben auf die Präsentation zurück. Also, da ist er. So. Genau, da fragt jemand, kann man seriös den Einstieg und so weiter empfehlen? Ganz wichtig, alles, was wir machen, ich erinnere an meine Einstiegsfolie, ist keine Empfehlung, es ist nur eine Möglichkeit. Wir sind ein Emittent von Finanzprodukten. Ob ich selbst obliegt ist, ob ihr der Meinung seid, dass dieser oder jeder Warnungswert sag mal, zu investierbar ist. Und natürlich auch unter dem registrierten Risiko, ist es, dass ihr bereits entsprechend das Geld hier im Endeffekt müsst, ob ihr das Risiko tragen könnt. Es ist keine Empfehlung. Wir stellen hier nur Möglichkeiten ein. Ihr seid Selbstentscheider, müsst selber überlegen. Wir wollen euch nur entsprechend hier die Basisinformationen geben. Kann man El Salvador immer noch mit Bitcoin bezahlen? Da hatte ich auch letztens mal einen Artikel, hat nicht so ganz optimal funktioniert, oder Sören? Wie sieht es da aus aktuell? Das kann man schon noch, es tun nur sehr wenige Leute. Das ist ein bisschen das Problem, was damit in El Salvador einhergeht. Also ich habe gemeint, von den Voraussetzungen her ist El Salvador und sag mal, das, was sich dort eben an Bevölkerungsstruktur, an Voraussetzungen mit Blick auf eine eigene Währung, was da stattfindet, da kann man das machen. Da macht es eben bis zu einem gewissen Grad auch Sinn. Aber offenbar hast die Bevölkerung wahrscheinlich auch durch die Kursentwicklung der letzten Monate einigermaßen verschreckt und nutzt Bitcoin. Wenn ich diese Artikel, die ich jetzt auch gelesen habe, richtig interpretiere, dann war das jetzt bislang kein durchschlagender Erfolg. Genau, wenn sie die Währung halbiert, aber du hast ja schon gesagt, die haben ja selber keine eigene Währung, deswegen ist die Frage, was wäre die Alternative? Dann gucke ich nochmal, die eine Frage muss ich mir gleich nochmal in Ruhe nochmal anschauen. Ich lese mal kurz vor, wie sehen Sie bei Bitcoin bzw. Netzwerkeffekte und Algorithmus als Software-Asset wie? Gute Frage. Gibt es dann einen intrinsischen Wert wie bei Gold? Muss ich mir auch mal überlegen. Ich weiß nicht, ob du mit der Frage direkt Ja, also nachvollziehen kannst. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer. die Frage ist immer, hat Bitcoin einen intrinsischen Wert, ja oder nein? Und da gehen die Meinungen wirklich auseinander. Ich sage mal zwei Sachen dazu. Ich bin der Meinung, es hat keinen intrinsischen Wert, wie er eben definiert ist in der heutigen in der Finanzbranche, auch in der Volkswirtschaft. Fakt ist aber, es braucht keinen intrinsischen Wert, um was wert zu sein. Ich glaube, das ist die wichtigere Schlussfolgerung. Wenn man eben daran glaubt, dass das Ding künftig genutzt wird und dass gerade auch Bitcoin selber für sich genommen eben dann das Geld der Zukunft ist, dann hat es auch einen Wert. Intrinsisch oder nicht, ist dann völlig irrelevant. Es besteht eben die Gefahr, dass problemlos auch eine andere Kryptowährung aufkommen kann und die dann eben auf einer ähnlichen Technologie basiert, aber meinetwegen effizienter arbeitet. Dann ist Bitcoin halt weg und hat dann eben Wert von null, während das andere dann plötzlich einen deutlichen Wert hat. Der ist sicherlich auch nicht dann in dem Zusammenhang auch nicht intrinsisch, aber er ist halt vorhanden. Okay. Und Gottlob fragt noch, er kann auch nicht ganz nachvollziehen, es ist zwar keine Partei dazwischen geschaltet, trotzdem aber sind die ganzen Möglichkeiten, in die ich in Bitcoin investiere, ja doch, dass ich irgendwo bei einem Anbieter, bei einer Bank bin und so weiter. Wie passt denn das zusammen? Ja, eigentlich gar nicht. Also tatsächlich ist ja die Idee dahinter gewesen, man macht das ohne dritte Partei, man macht das eben ohne Finanzintermediäre, ohne Börse. Die Entwicklung, die wir aber gesehen haben in den letzten Jahren, ist, dass es eben, ich sag mal, zum einen nicht so einfach ist, für jedermann sich da eine Cold Wallet, einen Zugang zum Netzwerk zu geben. Entsprechend dann eine Wallet aufzumachen auf der Bitcoin und auf der Blockchain und dann entsprechend den Zugang mit ja, eigenem Know-how zu bewerkstelligen. Deswegen haben sich Börsen etabliert. Im Endeffekt oder sogar, wenn man in den DeFi-Bereich geht, dann eben auch so eine Art Bank, die dann eben ohne Regulierung und Ähnliches arbeitet. Tatsächlich ist das eigentlich eine Entwicklung, die man als strammer Befürworter von Bitcoin so nicht gut finden kann. Okay, gut, dann würde ich entsprechend den Teil jetzt mal kurz abhaken, mache mal so einen Aber Haken dran und noch frage, ja, ergänzend, bitte, aber gerne. komfortabler ist halt schon, ne? Ja, Also, natürlich, das ist ja not wieder your das keys, Thema, but your coins. genau, die Frage war auch entsprechend, warum bieten wir überhaupt so ein Zertifikat auf
Bitcoin an? Also ich stand letztens selber mal vor der Überlegung, okay, Gold muss vielleicht irgendwie ins Depot, wie mache ich das, ne? Renne ich zur Bank, hole mir Geld, renne ich zu Degussa, hole mir die Münzen und die Barren, renne ich dann wieder zur Bank und lege es in den Safe oder kaufe ins Hause was oder mache ich das über ein Zertifikat, dann habe ich natürlich nicht die gleiche Absicherung, wenn hier die Welt untergeht oder irgendwelche Zombies vor der Tür stehen, keine Frage, aber ich habe im Endeffekt die Wertentwicklung. Das ist ja im Endeffekt, worum es geht. Dann im Endeffekt muss jeder selber wissen, will ich die Weltuntergangsabsicherung oder will ich im Endeffekt nur ein ausgewogenes, in Anführungsstrichen, Portfolio haben? Also will ich quasi auf die Wertentwicklung spekulieren oder will ich wirklich raus aus dem System? Der Genau. stramme Bitcoin-Firmwort will raus aus dem System, der will einfach weg von Finanzinstituten, von Intermediären, von zwischengeschalteten Instanzen. Derjenige, der nur die Wertentwicklung mitnehmen will, dem ist es wahrscheinlich herzlich egal. Richtig. Berechnet aber selber alles noch in Euro und Dollar. Das ist ja das Thema. Sonst müssten wir sagen, ein Bitcoin ist wert wie, ne, 20 Teslas. Das wird Wäre eine natürlich ein bisschen Alternative. kompliziert, aber ja. Das stimmt. Okay, gut. Digitaler Euro, da hast du uns noch was mitgebracht. Wie sieht es da aus? Wird das Bargeld abgeschafft? Sind wir dann nächst alle gläserne Bürger? Also, soll ich mal ganz kurz den Bildschirm anschalten wieder. Der gläserne Bürger ist natürlich ein bisschen arg hochgegriffen. Tatsächlich muss man festhalten, dass die Zentralbanken sehr aktiv gegen Libra und Co. vorgegangen sind, dass sie aber daraus gelernt haben, dass sie vielleicht doch ein bisschen was tun müssen. Also dieses Umdenken, was wir da gesehen haben beim Thema digitale Zentralbankwährungen, kam vor allem eben, weil man feststellen musste, okay, es kann eine private Konkurrenz zu den eigenen etablierten Währungen Euro, Dollar und Co. geben. Und nur seit dies festgestellt wurde, redet eben eine EZB über einen digitalen Euro, auch eine Bundesbank oder eben eine Federal Reserve. Worum geht es dabei eigentlich? Naja, also aktuell besteht unser Geldsystem eigentlich aus, ja, hat zwei Formen, nämlich einmal das Bargeld, das von den Zentralbanken ausgegeben wird und das Giralgeld, das von den Geschäftsbanken ausgegeben wird. Jetzt soll eine zusätzliche Geldform etabliert werden, nämlich ein digitales Zentralbankgeld, also quasi die Kombination von beidem. Das Giralgeld ist digital, das Bargeld ist von den Zentralbanken emittiert. Man will jetzt quasi beides fusionieren und sagen, man hat jetzt eine neue, eine dritte Geldform. Das Bargeld wird nicht aktiv abgeschafft. Die Frage ist dann aber vielmehr, werden denn die Bürger künftig überhaupt noch Zentralbankgeld in Form von Bargeld nutzen oder nehmen sie lieber die digitale Variante, weil die wahrscheinlich sehr viel komfortabler und schöner einzusetzen ist. Im Prinzip muss man aber sagen, die ursprünglichen Beweggründe, warum man dieses Projekt oder warum das überhaupt diese Diskussion aufkam, die gehen schon ein paar Jährchen weiter zurück als Libra. Das liegt nämlich einfach daran, dass man feststellen musste als Zentralbank, gerade in skandinavischen Ländern, dass das Bargeld nicht mehr wirklich eingesetzt wird. Also tatsächlich haben wir hier schon völlig unabhängig von Bitcoin und Co. eine Entwicklung gesehen, dass eben die digitalen Zahlungsmöglichkeiten an Bedeutung im Alltag gewonnen haben und Bargeld mehr oder weniger ja, sehr deutlich an Akzeptanz auch irgendwann verloren hat. Also zum Teil kann man eben in skandinavischen Ländern mit Bargeld nicht mehr bezahlen. Das kann der Zentralbank nicht egal sein. Zum einen, weil Bargeld wichtige Funktionen hat. Also es soll vor allem ein Krisensicherheitsnetz darstellen, wenn mal eben die digitalen Varianten nicht funktionieren. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hatte in Frankfurt tatsächlich diesen Sommer plötzlich mal die Situation, dass eben die EC-Karten und Co. nicht mehr genutzt werden konnten und ich auf Bargeld angewiesen war, sonst konnte ich einfach keine Brötchen kaufen. Das war wieder mal so eine Situation, wo ich mir denke, okay, ist doch schön, wenn eine Zentralbank irgendwo auch Geld zur Verfügung stellt, das auch im Krisenfall oder eben wenn andere Systeme nicht funktionieren, nochmal die Möglichkeit gibt, den Kreislauf, den volkswirtschaftlichen Kreislauf einigermaßen aufrechtzuerhalten. Und es ist ein weiterer Punkt, die Zentralbank hat die Aufgabe, einen Zugang zu einem einfachen und europaweit oder EU-weit in diesem Fall einsetzbaren, kostenlos nutzbaren Zahlungsmittel zur Verfügung zu stellen. Und wenn Bargeld halt weg ist, dann erfüllt sie diese Aufgabe nicht mehr. Uns sollte es auch nicht egal sein, Falko, du hast es angesprochen, weil Bargeld die einzige Möglichkeit ist, mit einem gängigen Zahlungsmittel tatsächlich anonym zu bezahlen. Die EZB hat entsprechend reagiert. Sie hat im Juli 2021 das Projekt Digitaler Euro gestartet. Die Details waren damals offen und sind zu einem großen Teil auch heute noch offen. Nichtsdestotrotz gehe ich ganz schwer davon aus, dass der digitale Euro auf absehbare Zeit kommt. Ob das dann Ende 2025 oder 2026 ist, ist, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt. Was viel wichtiger ist, ist die Frage, in welcher Form kommt er. Also die EZB argumentiert, man braucht ein Zentralbankgeld als Vertrauensanker im Geldsystem.
Und das kann eben nur dann funktionieren, wenn dieses Zentralbankgeld auch im Alltag der Menschen präsent ist. Insofern sucht man hier nach einer neuen Zentralbankgeldform für das digitale Zeitalter. Im Prinzip ein Zahlungsmittel, das für die Bürgerinnen und Bürger, nicht die Unternehmen, sondern die Bürgerinnen und Bürger im Alltag komfortabel einsetzbar ist, um diesen Vertrauensanker wiederherzustellen. Man hat dann von EZB-Seite auch klare Anwendungsbereiche abgegrenzt. Es orientiert sich natürlich dann auch am alltäglichen Bedarf der Menschen, also Ladenkasse physisch vor Ort, ist es für E-Commerce bitte möglichst gut nutzbar und es soll im direkten Geldaustausch funktionieren. Also wenn Falco, ich dir jetzt 10 Euro schulde, dann gebe ich dir die einfach künftig mit einem digitalen Euro zurück. Außerdem hat man noch festgelegt, dass staatliche Zahlungen mit als vorrangig wichtiger Anwendungsbereich einbezogen werden sollen. Die aktuellen Tendenzen sind tatsächlich, dass die Bürger ein kostenloses EZB-Konto bekommen sollen, dass der Einsatz kostenlos ist, dieses digitalen Euros, und dass es einen Annahmezwang gibt. Also in Deutschland gibt es zwar offiziell auch gesetzliches Zahlungsmittel, musst du als Tankstellenbetreiber halt auch akzeptieren. Du kannst aber ein Schildchen an die Tür hängen und sagen, du, 200-Euro-Schein, 500-Euro-Schein nehme ich nicht, alles drunter gerne, aber durch dieses Schild kann man das abbedingen, so heißt dieser Fachbegriff. Das würde in dem Fall nicht funktionieren, sondern tatsächlich Annahmezwang, das Ding muss angenommen werden von jedem, der Dienstleistungen oder andere Angebote innerhalb des Euroraums macht. Das bringt uns nämlich zu einem wesentlichen Punkt, der Frage, was bietet denn das Ding für einen Mehrwert? Also lange hat die EZB sich schwer getan, diesen Mehrwert aufzuzeigen, weil man eben gesagt hat, naja gut, wir haben ja schon digitales Geld, eine digitale Geldform. Und ganz ehrlich, dieses Vertrauen, also die meisten Leute werden denn das Vertrauen in Euro nicht verlieren, weil jetzt das Bargeld weg ist und höchstens, weil die Inflation bei 20% liegt. Nichtsdestotrotz hat die EZB dann gesagt, naja gut, wir finden einen Mehrwert und sie haben es auch hinbekommen. Weil tatsächlich würde man mit der Konstruktion, die ich gerade aufgezeigt habe, eine Geldform etablieren, die eine App für jeden Zahlungsvorgang, den man so in der Regel hat, nutzbar macht. Also ich brauche keine Girokarte mehr, ich brauche keine Kreditkarte mehr, ich brauche keinen Online-Banking-Account mehr bei einem europaweit an oder auch weltweit gängigen Zahlungsanbieter, sondern ich habe eine App auf dem Handy oder eben einen Zugang zum EZB-Konto online und den kann ich nutzen, um jegliche Zahlungen, die ich so im Alltag brauche, durchzuführen. Das ist durchaus ein Mehrwert. Und die notwendigen Voraussetzungen, die damit einhergehen, ist, das Ding muss schnell sein, es muss stabil sein, es muss offline-fähig sein, natürlich EWU-weit. Und wenn es dann noch leicht zu bedienen ist, dann wird man die meisten Leute sicherlich davon überzeugen können, dass man das Ding auch nutzt. Wenn man dann noch ein paar hat, die sagen, brauche ich immer noch nicht, dann hat man noch die staatlichen Zahlungen, weil ich sage mal, die meisten von uns haben sicherlich irgendeine staatliche Leistung, die sie bekommen, egal ob es Kindergeld, Rente, Steuerzahlungen oder ähnliches, Steuerrückzahlung oder ähnliches ist, irgendeine Verbindung zum Staat hast du meistens. Ja. Und insofern kriegt man dann den Teil auch noch. Also den Mehrwert und die Überzeugung, die kriegt man mit den Sachen, glaube ich, hin. Was man aber dafür definitiv nicht braucht, ist eine Blockchain-Basis. Also das kriegt man mit den gängigen digitalen Methoden heutzutage hin. Es gibt noch einen anderen Punkt, der in dem Zusammenhang wichtig ist. Also die Designentscheidungen sind noch offen. Ja. Die EZB hält sich doch einigermaßen bedeckt. Aber durch diese priorisierten Anwendungsbereiche ist schon relativ klar, dass die EZB mit dieser neuen Geldform in andere Märkte eindringt. Und zwar Märkte, die aktuell von privaten Anbietern abgedeckt werden. Also im Prinzip Zentralbankgeld für Online-Zahlungen. Ja, was eben aktuell noch nicht geht mit Bargeld, mit einem digitalen Euro wäre es definitiv möglich. Was man eben heutzutage über das Konto bei der Volksbank oder auch bei anderen Anbietern abwickelt. Die EZB könnte im Prinzip einen voll funktionalen Zahlungsverkehr inklusive Kontoführung für alle anbieten und das zum einen umsonst und zum anderen auch noch mit ausfallsicherem Geld. Das Problem ist tatsächlich, wenn die EZB unter diesen Umständen über das Ziel rausschießt, dann gehen damit diverse Gefahren einher. Zum einen könnte es des Öfteren zu einem sogenannten Digital Bank Run kommen, also eben, dass man, wenn man Anzeichen sieht, dass eine Bank in Schieflage gerät, die Einlagen, die man bei der Bank hat, dann zur EZB rüberschiebt. Das geht natürlich digital am Handy relativ schnell, relativ einfach. Man muss nicht mehr zum Bankautomaten rennen, sondern in dem Fall kann man das ohne Probleme auch morgens um 2 noch verschieben. Und das würde dann dazu führen, dass wir wahrscheinlich mehr Finanzkrisen, auch häufigere Krisen sehen werden. Grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass Einlagen bei den Geschäftsbanken zur EZB abfließen werden.
gut, das ist Künstlerpech, ne? Also damit musst du grundsätzlich als Geschäftsbank leben. Das Problem, was damit zumindest aus volkswirtschaftlicher Sicht einhergeht, ist, dass die Refinanzierungskosten dadurch wahrscheinlich instabiler werden und teurer werden, was dann natürlich auch auf die Kreditvergabe sich niederschlagen wird. Also die wird halt weniger oder teurer und das wiederum könnte tatsächlich dazu führen, dass man auch geringere Wachstumsraten in der Volkswirtschaft sieht. Theoretisch könnte die EZB das ausgleichen über eine, ja, das Angebot einer günstigeren Refinanzierung, kann es relativ machen, über Leitzins und Ähnliches. Das Problem ist nur, dann werden wir irgendwann einen Punkt sehen, wo die EZB quasi in einer Art Vollgeldsystem dann mehr oder weniger die komplette Kreditvergabe indirekt beeinflusst und steuert. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Schweizer stimmen da ab und zu mal drüber ab, das ist auch okay, die entscheiden sich dann in der Regel dagegen. Was mir fehlt in dem Zusammenhang, ist tatsächlich, dass man zumindest mal eine gesellschaftliche und eine politische Diskussion darüber überhaupt führt. Ich meine, wir haben noch ungefähr 3-4 Jahre Zeit, bis der digitale Euro wahrscheinlich kommt und bislang zumindest ist das Thema noch relativ, ja, unter der Decke und wird hauptsächlich so in Fachkreisen diskutiert und das auch nicht immer mit der notwendigen Ernsthaftigkeit, so zumindest mein Eindruck. Also es besteht zum einen die Gefahr, dass private Investitionen im Finanzsektor gehemmt werden. Und meine ganz persönliche Meinung, also in der Regel habe ich jetzt so in der Vergangenheit festgestellt, dass der Staat langfristig keine besseren Ergebnisse liefert, zumindest wenn ich einen Markt habe, der einigermaßen funktioniert und der vor allem auch Innovationen erfordert. Das ist so ein bisschen der Punkt, an dem ich ein bisschen hängen bleibe. Also Falko, wenn du nochmal ein Webinar machst oder auch einen Podcast machst, dann gerne auch mal bei Digital Euro. Ja, das ist ein interessantes Thema, vor allem wenn ich jetzt schon dran denke, wie schwierig das ist, mit Elster und Co. seine Steuererklärung abzugeben oder die Grunderwerbs, das musste denn jeder Hausbesitzer jetzt liefern und erst dann haben sie festgestellt, hoppla, das System verkraftet ja nur 10.000 Einträge pro Tag und eigentlich bräuchten wir 150.000. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob der Staat dann wirklich das besser liefern kann als so ein privater Anbieter. Die Frage kam jetzt nochmal auf, der digitale Euro ist dann aber auch unlimited, das heißt also auch hier kann Geldscheffelung in Anführungsstrichen betrieben werden, Geldmenge M3 ohne Limit, oder? Das ist korrekt. Also wie gesagt, es muss nicht Blockchain-basiert sein. Im Prinzip muss eine Zentralbank darauf achten, wenn Euro draufsteht, dann muss auch Euro drin sein. Das heißt, der Wechselkurs zwischen den einzelnen Geldformen, der muss immer 1:1 sein. Also es ist nicht so, dass man jetzt durch einen digitalen Euro sich die Möglichkeiten einschränken lässt, wie man als Zentralbank agiert. Man will auch nicht Dezentralität herstellen, sondern wie sagt man so schön, im Eurosystembuch nur anderen ist die EZB. Okay, so genau. Gläserner Kunde oder gläserner Bürger fanden einige zu stark, aber warum nicht? Im Endeffekt, wobei viele Daten geben wir mittlerweile auch freiwillig her. So, dann gucke ich nochmal, ob ich noch was übersehen habe. Genau, ja, dann würden ja eigentlich auch Banken obsolet, wenn ich ein Konto bei der EZB habe. Das ist gut, nehmen wir mal an, es funktioniert gut, die App ist gut, brauche ich den ganzen anderen Kram ja auch nicht mehr, oder? Ja, das ist eben die Gefahr. Also tatsächlich, die EZB hat bewiesen in den letzten Monaten mit diversen Papern, die sie rausgebracht hat, dass sie durchaus in der Lage ist, jegliches System mit extrem guter Performance aufzubauen. Das kann über TIPS zum Beispiel, also dieses Echtzeitzahlungssystem innerhalb der Eurozone funktionieren. Das Ding ist da, es kann sehr große Volumina an Transaktionen auch bearbeiten. Insofern, das ist eine Möglichkeit. Man kann auch eine Blockchain dranhängen, dann kriegt man das Ganze noch ein bisschen auch für Smart Contracts und Ähnliches kompatibel. Wie gesagt, die EZB hat gezeigt, dass sie da grundsätzlich technisch in der Lage dazu ist und sie könnte das theoretisch tun. Worum es mir geht, ist, also ich bin Volkswirt genug zu sagen, gut, wenn die EZB der Meinung ist oder auch, ich sag mal, die politische und öffentliche Debatte der Meinung ist, die Banken gehören abgeschafft, dann bin ich da objektiv genug zu sagen, gut, damit kann ich grundsätzlich leben. Was mir halt fehlt, ist die Debatte dahin, ja, und nur weil die EZB jetzt sich da auserkoren fühlt, für sich selber ein neues Standbein aufzubauen, weil vielleicht andere Sachen nicht ganz so laufen oder weil man generell in den letzten Jahren auch so eine Entwicklung hat, mehr ist besser. Also erst haben wir angefangen mit Geldpolitik, dann haben wir irgendwann Staatsanleihen gekauft, dann kamen wir irgendwann auf grüne Geldpolitik und jetzt kommt halt noch dann quasi der Zahlungsverkehr komplett in staatliche Hand. Das kann man alles machen, ob das jetzt sinnvoll ist, sei dahingestellt. Weg mit den Banken sind ja eher nochmal sonst linke Thesen eigentlich, die wahrscheinlich der EZB nicht ganz so nahe stehen, würde ich mal sagen. Also von daher interessant, wird sich da vielleicht wieder für Interessensgruppen finden können. So, und dann sage ich schon mal ganz herzlichen Dank für deine umfassenden und vor allem auch profunden Informationen zum Thema Kryptowährung auf der einen Seite und jetzt hier das Thema digitaler Euro, das uns sicherlich in den nächsten Jahren nochmal begegnen wird. Wenn du sagst, der Staat ist gar nicht mehr so lange hin, überlegen wir uns an anderen Dingen, die vor 2 bis 3 Jahren kommen sollten, jetzt da sind. Also da werden wir uns sicherlich mal, hast schon recht, in einer breiten demokratischen Debatte mal mit auseinandersetzen können.
Fragen sehe ich aktuell nicht. Das Vertrauen in Institutionen fehlt. Ja, ist eine Aussage. Das ist ja nicht die Frage, weil die EZB muss sich, glaube ich, gerade jetzt erstmal zeigen, dass sie von den 10% Inflation runterkommt. Und auch wenn sie eine gute App hat, ist natürlich die Frage, hat die EZB noch das Vertrauen, was vielleicht eine Bundesbank vor vielen Jahren hatte? Das steht sicherlich dann zur Debatte. Ansonsten würde ich sagen, Frage mache ich mal im wahrsten Sinne des Wortes Haken dran. Wie gesagt, Sören, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Auch an euch, liebe Teilnehmer und Teilnehmer, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart, so intensiv mit uns gechattet, bei den Umfragen teilgenommen habt, am Diskurs teilgenommen habt. Wir hoffen, wir konnten euch interessante Informationen zu diesen beiden Themen geben. In den Chat habe ich euch alle Informationen nochmal eingestellt zu den Endlos-Trackern auf Index, schon auf Bitcoin und Ether, wie gesagt, im Podcast. Und ansonsten informieren wir dann über in einer Nachgangs-E-Mail nochmal mit den ganzen Informationen. Dann nochmal kurzer Hinweis auf das Webinar nächste Woche Montag. Da geht es dann wieder um den Markt an sich. Da ist Franz-Georg Wenner zu Gast. Mein Kollege Markus Landau wird moderieren am 14.11. Da geht es dann wieder um die charttechnische oder technische Einschätzung der Märkte im Big Picture. Dann wieder hier Gruß von der Compliance-Abteilung, die rechtlichen Hinweise, die ich hier kurz durchgehe. Freue mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Wie immer an dieser Stelle wünsche ich euch jetzt noch wieder einen schönen Abend, eine erfolgreiche Handelswoche und würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wieder sehen. Und ja, macht's gut, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Ciao, vielen Dank.